So, schönen guten Tag. Ich sehe, da kommen schon fleißig Teilnehmer rein. Hallo schon mal. Dann gebe ich mal allen ein, zwei Minuten, damit sie teilnehmen können, reinkommen können. Wir haben auch diesmal viele Anmeldungen erhalten, deswegen würde ich gerne noch einen Moment warten, damit alle Gelegenheit haben. So, dann würde ich sagen, legen wir schon mal los. Die restlichen Teilnehmer können im Laufe meiner Einführung ja auch noch reinkommen. Das ist kein Problem. Ja, hallo. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Webinar der Discover G-Metering Akademie. Diesmal zum Thema der EEG-Novelle, weil sich hier einiges getan hat. Mein Name ist Simon Traschinski. Ich bin im Bereich Marketing und Forschungsprojekte bei Discover G tätig und möchte Sie heute als Moderator etwas durch dieses Webinar führen. Unterstützt werde ich dabei durch meinen Kollegen Pablo Santiago, der ist der stumme Zuschauer hier an unserer Seite. Der wird mich darin unterstützen, Ihre Fragen zu sichten und zu sortieren, damit wir da auf möglichst viele Fragen eine Antwort finden können. Wir benutzen, wie Sie schon gesehen haben, Zoom. Bei Zoom können Sie gerne ausgiebigen Gebrauch der F&A-Funktion unten machen, wer Zoom noch nicht benutzt hat. Das sind so zwei überschneidende Sprechblasen. Dort können Sie Ihre Fragen im Laufe des Webinars gerne schon stellen. Wir können uns die dann nach und nach anschauen, packen und dann eben beantworten im Anschluss des Vortrages. Es ist jetzt noch natürlich, es ist jetzt noch ein junges Jahr. Wir sind im zweiten Webinar für dieses Jahr. Wir laden Sie damit herzlich ein, auch einen Blick auf unser restliches Programm für 2021 zu werfen, da noch einige Webinare zu vielen verschiedenen Themen anstehen, unter anderem auch durch unsere Partner. Beispielsweise halten wir das nächste Webinar zusammen mit der Green Pocket. Und das soll auch für Sie eine Einladung sein an dieser Stelle, wenn Sie ein Thema haben im Smart Metering-Umfeld, zu dem Sie gerne einen Vortrag halten wollen würden mit uns in der Zusammenarbeit, und das mit dem, ja, eben das teilen wollen mit der Öffentlichkeit in diesem Rahmen, dann möchten wir Ihnen da gerne die Metering Akademie als Rahmen zur Verfügung stellen. Greifen Sie dazu einfach auf unser Kontaktformular auf der Website zurück und wir freuen uns da auf Ihre Anfrage. Zu dem heutigen Webinar selbst. Was die Fragen und den Umfang angeht, da EEG-Novelle natürlich ein sehr, sehr großes und sehr, sehr breites Thema ist und wir hier auch nur eine Stunde dafür haben, im heutigen Termin, würde ich Sie bitten, bei den Fragen konkret zu bleiben in diesem Bereich, in diesem Gebiet. Und damit würden Sie uns helfen, dass wir dort auf möglichst viele Fragen aus dem Bereich eine Antwort finden können. Alle anderen Fragen, gerade zum Beispiel erreichen uns auch oft Fragen zum Thema Mieterstrom, verweise ich gerne auf unser Kontaktformular auf der Website, wo man gezielt Mieterstromanfragen stellen kann, aber auch unsere Vertriebs-E-Mail-Adresse vertrieb@discoverg.com. Die Präsentation selbst, die Jürgen Brinkmeier halten wird und ein Videomitschnitt von diesem Webinar werden hinterher auch noch einmal per Mail an Sie geteilt. Können Sie auch gerne weiterverteilen an Kollegen, die jetzt vielleicht heute nicht dabei sein können oder andere Interessenten. Passend dazu würde ich auch gerne mit einer kurzen Umfrage einsteigen. Wir freuen uns natürlich, dass Sie da sind und würden gerne mal wissen, aus welchen Sektoren, aus welchen Bereichen denn heute unsere Teilnehmer hier zugeschaltet sind oder aus welchen Bereichen sie denn kommen. Es dürfte gleich ein Umfragefeld bei Ihnen aufploppen und dort können Sie jetzt gerne mal
einen Blick drauf werfen, wo sie sich zugehörig fühlen und einfach mal abstimmen. Das Ganze ist komplett anonym und soll uns nur mal so ein bisschen Gefühl vermitteln, ja, mit wem wir es denn heute zu tun haben. In der Zeit, ich lasse das Ganze mal noch ein bisschen laufen, damit Sie Zeit haben abzustimmen, möchte ich Ihnen meinen Kollegen Jürgen Brinkmeier kurz vorstellen, beziehungsweise zu dem schon übergeben. Frau Jeschkeit, Susanne Jeschkeit, die heute auch dabei sein wollte, ist leider aus organisatorischen Gründen kurzfristig ausgefallen. Deswegen wird Jürgen Brinkmeier das Thema alleine stemmen, was aber kein Problem sein sollte. Jürgen, ich würde sagen, wir werfen mal kurz einen Blick darauf. Die Umfrageergebnisse pendeln sich auch jetzt so ein bisschen ein. Und es ist tatsächlich, es ist ein sehr gemischtes Publikum. Das ist ja schön. Also haben wir von überall jemanden dabei. Es hat sich kein klarer Sieger oder keine klare Mehrheit hervorgetan, aber das ist ja schön. Damit können wir ja einem möglichst breiten Umfeld einen Überblick geben. Und damit kannst du jetzt gerne loslegen. Gut, danke Simon. Ja, herzlichen Dank für die Teilnahme. Freut mich, dass dann wirklich auch ja, Teilnehmer wirklich aus allen Sektoren dabei sind. Oh ja, ich sehe es gerade, wie das Ergebnis aussieht. Toll. Gut, ich muss sehen, dass ich in der Zeit klarkomme. Das Thema ist genau wie der Simon sagte, sehr, sehr vielfältig. Und von daher haben wir es so ein Stückchen fokussiert auf wesentliche Themen. Ganz kurz zur Discover-G. Die Discover-G wurde gegründet im Jahr 2009 durch Nikolaus Staatsacher und Ralf Esser. Wir haben heute Standorte in Heidelberg, Aachen und München. Wir sind bundesweit tätig im Messstellenbetrieb als Messstellenbetreiber. Wir haben auch ebenfalls bundesweit ein Installateursnetzwerk für Strom schon breit ausgebaut. Für Gas, da ist die Problematik, dass die Gaslizenzen immer nur regional gelten. Aber bei dem Ausbau Gas geht auch einiges voran. Also unterm Strich kann man sagen, wir sind als Komplettanbieter für Smart Metering-Lösungen unterwegs. Ich gehe mal so ein Stückchen auf die rechtlichen Rahmenbedingungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2021 ein, wobei ich sagen muss, die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen ist eine Mischung aus vier, fünf, sechs, sieben unterschiedlichen Gesetzen, die dort reinspielen. Ja. Die juristischen Themen können wir nicht alle abdecken, aber ich habe ganz zum Schluss da auch noch ein Bonbon organisieren können, das uns dann alle weiterhilft und noch eine breitere Basis schafft. Also, was beschert uns denn oder warum beschäftigen wir uns überhaupt mit Smart Metern, ja, mit intelligenten Messsystemen und was es denn alles ist? Genau genommen hängen wir in Deutschland dem Thema noch ein ganzes Stückchen hinterher. Andere europäische Staaten sind da schon eine ganze, ganze Ecke weiter. Basis für das Ganze ist eine Europarichtlinie aus dem Jahre 2009. Im Prinzip committen sich die Staaten darauf, die Einführung intelligenter Messsysteme und Voraussetzung ist eine wirtschaftliche Bewertung. Das muss alles irgendwie passen. Die Anlagen müssen wirtschaftlich und technisch verfügbar sein. Und der zeitliche Rahmen für die praktische Einführung, der muss möglich sein. Gut, entsprechende Bewertungen finden schon seit September 2012 statt. Und anhand der Bewertungen stellen die Mitgliedstaaten dann fest, dass der Zeitplan für die Einführung der intelligenten Messsysteme 10 Jahre dauern sollte. Das heißt, vorgesehen war ursprünglich, dass mindestens bis zum Jahre 2020 schon 80% der ganzen Stromzähler intelligente Messsysteme sein sollten. Und da merkt man, wie weit wir hinterherhängen. Das hat damit zu tun, dass allein ein BSI-zertifiziertes intelligentes Messsystem gerade mal
im letzten Jahr gekommen ist. Konkret waren es dann 3, als die Marktverfügbarkeit erklärt worden ist. Das ganze Thema Gesetz zur Digitalisierung, Digitalisierung der Energiewende, Smart Metering, intelligente Messsysteme, da gibt es die unterschiedlichsten Begrifflichkeiten dazu. Einfach hier mal, es sind auf einer Zeitachse verschiedene Themen, die dort bearbeitet werden. Im Smart Metering befinden wir uns jetzt so quasi in der Einführungsphase, hier in Deutschland zumindest. Smart Metering meint dann die intelligenten Messsysteme für Strom und für Gas. Submetering geht dann zum Beispiel in der Wohnungswirtschaft weiter, dass wir Wärmewerte erfassen können, dass wir Gas, dass wir Kaltwasser haben, Warmwasserwerte haben und. Also alles, was nicht Strom und nicht Gas ist, fällt dann, wenn man es messen kann, unter dem Bereich Submetering. Flexible Stromtarife, Mehrspartenmessung, das sind so die Themen, die eigentlich im Moment schon stattfinden sollten. Ein entsprechendes angekündigtes erneuerbare Energiengesetz, was dann auch verpflichtend flexible Stromtarife vorschreibt, wurde gerade in der vorletzten Woche, war es, glaube ich, nochmal von Minister Altmaier zurückgezogen. Da berücksichtigt man jetzt noch die Bedürfnisse der Automobilindustrie, denn wenn die Autos an Elektrofahrzeugladesäulen laden sollen, kann man die Leistung nicht einfach runterregeln. Deswegen muss man da nochmal neu in die Diskussion. Smart Grids, Smart Mobility, das ist Ladesäuleninfrastruktur, Lademanagement, Smart Home, das ist das, wo einige Partner von uns heute schon sich einarbeiten. Smart Services ist etwas, das es überhaupt noch nicht berücksichtigt oder ich höre es in der ganzen Diskussion kaum. Da geht es um Mehrwertdienste im Bereich betreutes Wohnen, was man da alles so machen kann. Einfach mal so als Überblick der einzelnen Säulen, die alle damit einhergehen. Genau, wenn wir über den Messstellenbetrieb sprechen, Discovergy ist wettbewerblicher Messstellenbetreiber und ich sage mal, der Messstellenbetreiber eines Energieversorgungsunternehmens ist in aller Regel der grundzuständige Messstellenbetreiber. Getrennt wurde allerdings die Trennung vom Energieversorger, sprich vom Verteilnetzbetreiber. Das wurde getrennt. Wenn Sie heute über den grundzuständigen Messstellenbetreiber reden, dann haben viele noch so im Kopf, naja, da verbirgt sich ja ein riesengroßer Energiekonzern dahinter und das läuft ja alles völlig reibungslos. Genau genommen zeigt die nebenstehende Grafik, dass der Gesetzgeber eine Trennung angeordnet hat. Das Energieversorgungsunternehmen selber ist getrennt schon vom Netz. Also der Verteilnetzbetreiber ist ein separater Bereich innerhalb des Energieversorgungsunternehmens. Und innerhalb des Netzbereiches ist der grundzuständige Messstellenbetreiber nochmal eine separate Einheit. Also das ist eine Trennung, sodass die grundzuständigen Messstellenbetreiber, die Discovergy bei einem Wechselprozess im Messwesen Strom gegenüberstehen, das sind mitunter sehr, sehr kleine Abteilungen, auch wenn ein riesengroßer Konzern dahinter steht. Und ich will auch nicht verhehlen, dass etliche Energieversorgungsunternehmen auch den ganzen Bereich Wechselprozesse im Messwesen oder Marktkommunikation 2020 so umgesetzt haben, dass das völlig reibungslos läuft. Wir haben im Moment bei Anfragen zum Wechselprozess tatsächlich auch teilweise deutlich verlängerte Antwortzeiten. Genau, die Ziele, die Ausbaupfade des Erneuerbaren Energiengesetzes 2021, die finde ich so ein Stückchen spannend.
spannend, weil ich bin Vertriebsmann und ich wittere da schon richtig Potenziale. Aber grundsätzlich ist eins der Ziele, das zu den Rahmenbedingungen des Erneuerbaren Energiengesetzes gehört, auch der Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da muss man sagen, das gesetzliche Ziel noch vor 2050 die Treibhausneutralität bei der Stromversorgung zu erreichen, das ist schon ein hehres Ziel, das ist mal was Neues, das hatten wir noch nicht. Auf der anderen Seite sind die ganzen Ausbaupfade, die im EEG 2021 drinstecken, vermutlich überhaupt nicht ausreichend, um diese Ziele alle zu verfolgen. Es ist genau genommen schon angekündigt, dass dort im ersten Quartal diesen Jahres, wenn es um die Ausbauziele geht, nochmal nachgebessert, nachgeschärft wird, sodass wir da von noch höheren Ausbaufaden ausgehen können. Also die gesetzliche Novelle beinhaltet, ich greife da einfach mal raus, weil es ist tatsächlich in der Kürze der Zeit überhaupt nicht zu machen. Die EEG-Umlagenbefreiung für Photovoltaikanlagen bis 30 kW Peak. Und um es dann auch korrekt zu sagen, die Umlagenbefreiung gilt nur bei der Anlagengröße von 30 kW Peak und wenn der Erzeuger nicht mehr als 30.000 Kilowattstunden, also 30 Megawattstunden im Jahr selbst verbraucht, dann gilt die Umlagenbefreiung. Ich komme da aber gleich noch. Es gibt Erleichterungen bei der Energieversorgung, kleine Verbesserungen im Bereich Mieterstrom, da gehen meine Kollegen dann drauf ein. Es gibt dann nochmal im Nachgang zu unserem letzten Mieterstrom-Webinar gibt es nochmal eine Beantwortung der Frage. Post-EEG-Anlagen oder auch Ü20-Anlagen genannt, das sind all die Anlagen, die irgendwo, ich sag mal, 20 Jahre gute Förderung genossen haben, jetzt ausgefördert sind, wo die Förderung ausgelaufen sind. Genau genommen waren diese Anlagen, die über 20 Jahre gefördert worden sind, der Grund, warum das EEG 2021 im Januar in Kraft treten musste. Denn das alte EEG 2017 hatte keine Lösungen, keine Anschlusslösungen für diese Anlagen. Also entweder hätte man sie abschalten müssen oder die Betreiber hätten schwarz eingespeist. Deswegen ist da Gott sei Dank eine Lösung gekommen. Wie ich es eben sagte, schon jetzt ist aber absehbar, dass noch im Laufe des Jahres Nachjustierungen geben wird. Im ersten Quartal ein weiterer Ausbaupfad ist definiert. Europäische Klimaziel, das soll von 55% bis zum Jahr 2030 hinreichend berücksichtigt werden. Auch da wird man nochmal nachschärfen. Weitere Stärkung der langfristigen Stromabnahmeverträge, PPA-Modelle, Power-Purchase-Agreement sind dort so die Stichpunkte. Die bleiben allerdings einer künftigen EEG-Novelle vorbehalten. Das war wohl in der Kürze der Zeit nicht mehr zu machen, ist aber auch sicherlich ein Thema, was sehr schnell integriert werden muss. Jürgen, ganz kurz, bevor du weitergehst. Ich lauere schon förmlich. Wir hatten an der Stelle, hattest du mich auch drum gebeten, gerade wenn du im Fluss bist, nochmal auf eine zweite Umfrage aufmerksam zu machen. Gerne, Simon. Ich weiß, du bist schwierig zu bremsen, deswegen, ja. Weil, genau, wie hier jetzt schon erklärt, wo die Vorteile oder wo die Bereiche liegen könnten, würden wir nämlich auch gerne mal wissen, wo denken Sie denn, welcher Sektor am meisten von der EEG-Novelle profitieren kann oder profitieren wird. Und dafür werden Sie jetzt auch gleich nochmal eine kleine Umfrage eingeblendet bekommen. Und wir genau freuen uns da über Ihre Meinung. Und genau, ansonsten, die Umfrage läuft, die lasse ich mal nebenher etwas ticken. Und Jürgen, du kannst gerne weitermachen. Ehrlich wahr? Gut. Dann schiebe ich das Ding mal an die Seite, damit ich sehen kann. Genau. Also, ich hatte schon gesagt, vor der Novelle ist nach der Novelle. Und die neue steht schon wieder in den Startlöchern. Es gibt im Erneuerbare Energiengesetz 2021 direkt einen Entschließungsantrag für zukünftige Dinge. Also es wird eine schrittweise Absenkung der EEG-Umlage
durchgeben. Haushaltsneutrales Finanzierungsmodell ist da das Thema. Genau genommen versuchen wir auch, mit den Anpassungen der EEG-Umlage Europarecht umzusetzen. Ob das heute schon gelungen ist oder ob man da noch ein bisschen was machen muss, weiß ich auch noch nicht. Innovationsausschreibungen, beschleunigte Planungsverfahren, verbesserte Rahmenbedingungen für Geschäftsmodelle von EEG-Förderung durch Power-Purchase-Agreement-Anlagen, Möglichkeit einer kommunalen Beteiligung, ähnlich wie man es aus der Windenergie kennt, Bürgerenergie, das ist etwas, was man auch auf die Photovoltaik überrollen will. Modelle mit Eigenstromprivilegierung unter Beteiligung von Energiedienstleistern oder Energiegemeinschaften. Eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die ich aus dem Bereich der Unternehmen, die Gebäude vermieten, immer, also aus der Wohnungswirtschaft immer wieder höre, die brauchen genau genommen die sogenannte erweiterte Kürzung bei der Gewerbesteuer, damit die ihre Gewerbesteuer nicht verlieren, wenn sie den Mieterstrom aus einer Solaranlage auf ihrem Gebäude erzeugen und an die Mieter veräußern. Das ist eine steuerliche Thematik, die da auch noch reinspielt, die manche Modelle so ein bisschen verhindert. Hat man auch erkannt, da will man auch rangehen. Ja, hier habe ich mal einfach so in grün dargestellt. Das sind vom Jahre 2010 bis zum Jahre 2020 die Nettoleistungen in Gigawatt Photovoltaik, die tatsächlich installiert worden sind. Das Jahr 2021 habe ich mal so ein bisschen interpoliert, so ein bisschen hochgerechnet. Man sieht, auch in diesem Jahr ist mit einer Steigerung zu rechnen. Und schon die im EEG 2021 vereinbarten Ausbaupfade, auf die man, wie gesagt, jetzt in Kürze noch einmal oben etwas draufsatteln will, da sieht man, dass wir vor einem Mega-Boom in der Photovoltaik stehen. Und ich weiß gar nicht, welche Anlagen da am meisten von profitieren werden, aber ich glaube auch, dass der Bereich der kleineren Anlagen, die so die Kunden auf den Hausdächern haben, auch ein Sektor sein wird, der profitieren wird. Ja, Simon, ich sehe hier gerade deine Umfrageergebnisse kommen und die Teilnehmer, wenn ich es richtig interpretiere, gehen auch davon aus, dass der private Sektor und der gewerbliche Sektor megamäßig profitieren werden. Genau, ja? Das sind die beiden. Wäre auch meine Einschätzung gewesen. Danke dafür. Wenn wir über Photovoltaik reden, schließt sich ein anderes Megathema genau genommen an. Wir haben jeden Tag wieder Anfragen. Wie sieht es dann mit Elektrospeichern aus? Und auch bei den Elektrospeichern, das ist die Quelle ist der BSW, auch dort geht man davon aus oder man sieht hier schon, wie das Thema Elektrospeicher in den letzten Jahren hochgegangen ist. Und da wird nochmal ein richtiger Hype kommen. Was man berücksichtigen muss, ist, dass die Elektrospeicher per Definition zu den schaltbaren Lasten zählen, wenn es nachher mal um intelligente Messsysteme geht. Also eine Wallbox oder eine Speicherbatterie gilt genauso wie eine Wärmepumpe oder eine Elektroheizung zu den schaltbaren Lasten. Und ist da, das ist wichtig, weil bei den Messkonzepten, die dann verlangt werden, ist es immer wichtig, ist es eine schaltbare Last oder ist es keine. Genau. Post-EEG-Anlagen, also die Ü20-Anlagen, ich sagte es, das war im Prinzip das Thema, warum man es ganz, ganz schnell haben wollte. Ich habe hier mal einfach, ich hoffe, dass es relativ übersichtlich ist. Man hat genau genommen zwei Möglichkeiten. Den Weiterbetrieb der ausgeförderten Anlage, schräg der Post-EEG-Anlage, schrägstrich der Ü20-Anlage. Alles, wie gesagt, Begriffssynonyme,
die Verwirrung dann komplett machen. Man hat die Möglichkeit, die Anlage weiter zu betreiben. Bei der Einspeisung gibt es dann zum Jahresmarktwert Solar die Möglichkeit Direktvermarktung. Diese ist allerdings oft nur bei größeren Anlagen 100 kW Peak möglich. Wobei ich sagen muss, im Moment stellen wir durch sogenannte Stromclouds und verschiedene neue Anbieter auf dem Markt auch fest, dass auch Direktvermarktungsmöglichkeiten für kleinere Photovoltaikanlagen angeboten werden. Was ich noch nicht so richtig raus habe, ist, ob das dann auch irgendwo noch lukrativ für den Betreiber ist. Müsste man selber mal schauen, wenn man da Interesse dran hat. Also, das ist die eine Möglichkeit, die Einspeisung. Die andere Möglichkeit ist die Volleinspeisung. Ja. Die Volleinspeisung und alles, was damit zusammenhängt, funktioniert wirklich nur, wenn Sie keinen Eigenstromanteil haben, also keine Eigenversorgung machen wollen. Ja. Dann gibt es noch die Eigenversorgung mit Überschusseinspeisung. Und wichtig ist, wenn man einspeisen will, dass man genau genommen seine Wirtschaftlichkeit so ein bisschen erhöht. Und die Wirtschaftlichkeit erhöht man im Prinzip aus der Sicht des Anlagenbetreibers immer dann, wenn man den Eigenstromanteil erhöht. Und das kann man zum Beispiel dadurch erreichen, dass man mal überlegt, macht es Sinn, mit Strom zu heizen, zum Beispiel eine Wärmepumpe damit zu betreiben? Macht es Sinn, irgendwo, wenn ich mal schaue, ob ich ein Elektrofahrzeug haben will, auch der Ladestrom für Elektrofahrzeuge oder für Elektromobilität steigert natürlich die Eigenstromquote, weil ich speichere dann ja so ein Stückchen was in der Batterie. Die Nachrüstung eines Elektrospeichers muss man, wie gesagt, genau schauen, macht es Sinn. Aber grundsätzlich kann man mit der Nachrüstung eines Elektrospeichers die Eigenstromquote erhöhen. Repowering, ich sage es mal auf Deutsch, schlicht und ergreifend alte Anlage vom Dach, neue aufs Dach. Also Ersatz durch eine neue Photovoltaikanlage. Da rate ich tatsächlich dazu, einfach mal die Weiterbetriebsoptionen zu prüfen, ob es Sinn macht, an dem Standort, ob die Anlage, die man da drauf liegen hat, irgendwie Stand der Technik ist, ob die Erzeugung irgendwie mit der alten Anlage noch einen Sinn macht. Es gibt dort verschiedene Anbieter, die einen Anlagencheck anbieten. Auch viele Partner von uns bieten einen Anlagencheck an, dass man einfach mal irgendwie aufnimmt, was macht das Ganze. Im Wesentlichen ergibt so ein Anlagencheck, habe ich da einen großen technischen Aufwand, um die alte Anlage weiter zu betreiben. Wie hoch sind die Kosten, wenn ich die alte Anlage weiter betreiben will? Und aus den Kosten und aus den möglichen Erträgen ergibt sich dann, ob es sinnvoll ist für den Anlagenbetreiber, die Anlage weiter zu betreiben oder ob es viel vernünftiger wäre, die alte Anlage abzuschreiben und eine neue aufs Dach zu legen. Genau. Der Weiterbetrieb von Ü20-Anlagen, da gibt es Rechte, die man hat. Man kann den Strom einspeisen in das Stromnetz, die Vergütung verlangen, ist hier beschrieben. Man kann umrüsten auf Eigenversorgung und man kann den Wechsel in die Vermarktungsform oder zur sonstigen Direktvermarktung wählen. Was darunter genau zu verstehen ist, ist hier beschrieben. In der Regel ist das aber auch wiederum tendenziell von der Wirtschaftlichkeit für Anlagen über 100 kW relevant. Bei den kleineren bitte einfach mal aufmerksam prüfen, bevor man da irgendwas macht. Es gibt auch Pflichten bei dem Weiterbetrieb. Anlagen über 7 kW Peak, da besteht eine Meldepflicht für die Eigenversorgung. Ich will noch gerade erwähnen, dass auch die Eintragung in das Max-Stammdatenregister für alle Photovoltaikanlagen genau genommen schon bis Ende des letzten Jahres hätte erfolgen sollen.
Wenn Sie da noch nicht drinstehen, bitte tragen Sie sich das Marktstammdatenregister ein. Ich habe gehört, dass irgendwo auch eine verspätete Eintragung ins Marktstammdatenregister nicht irgendwo geahndet wird oder sonst etwas. Ich sage mal, ist im Prinzip zu Ihrem Vorteil. Anlagen über 30 kW Peak und oder 30 Megawattstunden Selbstverbrauch. Da besteht die Meldepflicht der selbstverbrauchten Energiemenge, das ist klar. Zahlung von 40% der jeweils gültigen EEG-Umlage auf selbstverbrauchten Strom, wenn man drüber kommt. Damit einhergehen natürlich die Nachrüstung des Eigenversorgungszählers. Genau. Neuerungen im Bereich Mieterstrom nur ganz, ganz kurz angesprochen, weil meine Kollegen haben vor wenigen Wochen schon mal im Bereich Mieterstrom das eine oder andere gesagt. Die werden auch nochmal Fragen beantworten. Beim Mieterstrom ist also die Erhöhung des Mieterstromzuschlages ist durchgelaufen. Bitte da nochmal darauf hinweisen, die Leute, die aus der Photovoltaik kommen, wissen es ganz genau, dass der Mieterstromzuschlag sich nur auf Photovoltaikanlagen bezieht. Sobald ich irgendwo ein Mieterstrommodell habe, wo ich zum Beispiel ein Blockheizkraftwerk, eine Kraft-Wärme-Kopplung mit drin habe, dann bezieht sich der Mieterstromzuschlag nicht auf das Blockheizkraftwerk. Also Verbesserung der Mieterstromförderung bezieht sich wirklich ausschließlich auf Photovoltaikanlagenstrom. Die Quartierslösung ist reingekommen. Was das bedeutet, ist einfach, ja, das Areal, was ich dort erschließen kann, das muss irgendwie, wie sagt der Gesetzgeber, es muss ein einheitliches Assemble, als ein einheitliches Assemble gesehen werden. Ja. Ist natürlich auch nichts Deutliches, aber die neuesten Planungen, die wir dort liegen haben, sind so, dass ganze Siedlungen dann auch in Form einer Quartierslösung angegangen werden. Und ich denke, das sind auch die gewerblichen Modelle, die noch richtig an Fahrt gewinnen. Ja. Genau. Also bisher musste der Strom, der auf dem Gebäude erzeugt wurde, direkt an die Verbraucher geliefert werden. Und nunmehr kann der Strom Quartier erzeugt und auch dort an die Verbraucher geliefert werden. Das ist, wie gesagt, Ausschreibung und Trennung von Dach- und Freiflächen-PV-Anlagen. Gut, Photovoltaikanlagen. So sind oder werden so bezeichnet als Solaranlagen des zweiten Segmentes. PV-Anlagen mit einer Leistung von 300 bis 750 kW Peak erhalten folgende Wahlmöglichkeiten. Sie können entweder an einer Ausschreibung teilnehmen oder Sie können eine Festvergütung in Anspruch nehmen und einen Teil Ihres Stroms dann auch selbst verbrauchen. Ja. Genau. Die Festvergütung wird allerdings immer nur auf 50% der erzeugten Strommenge gewährt. Ja. Die maximale Anlagengröße, die für Freiflächen genutzt werden darf, sind 20 Megawatt. Es ist erhöht worden. Ja. Die Teilnahmepflicht an Ausschreibungen für Photovoltaik-Dachanlagen ist erst ab einer Mindestanlagengröße von 750 kW Peak verpflichtend. Genau. Innovationsförderung, da habe ich mich auch gefragt, was verbirgt sich denn dahinter? Ja, Agri-Photovoltaikanlagen hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, sind im Prinzip so Photovoltaikanlagen auf der Wiese, wo die Kühe oder die Schafe weiden. Stellt man eine Photovoltaikanlage und die Schafe und die Kühe oder was da drauf ist, hat dann die Möglichkeit, dort darunter zu weiden. Floating-Photovoltaikanlagen sind im Prinzip Photovoltaikanlagen, die
ja, auf Wasserflächen installiert werden können. Wobei ich gehört habe, es hört sich alles so toll an, aber die Wasserflächen, die dafür geeignet sind, da muss man sehr, sehr genau schauen. Parkplatz-Photovoltaikanlagen, ja, ist sicherlich auch ein Thema, was kommen wird. Was daran nun besonders innovativ ist, weiß ich nicht. Aber Innovationsförderung ist ein Bestandteil des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2021. Und der ein oder andere Partner von uns hat da sicher prima Ideen, wo er dann über eine Innovationsförderung mal nachdenken kann. Verbesserungen bei der EEG-Umlagebefreiung. Das ist sicherlich ein Thema, wo wir zum einen den allerersten und den wichtigsten Schritt machen, um Europarecht umzusetzen. Nach europäischem Recht deutet vieles darauf hin, dass die Sonnensteuer oder die EEG-Umlage auf den selbstverbrauchten Strom zumindest nicht im vollen Umfang zulässig ist. So, und die neue Regelung muss man so aufteilen, dass man den Grundsatz aufstellt. Vom Grundsatz her besteht zunächst mal in Deutschland eine Umlagepflicht, eine EEG-Umlagepflicht auf den selbsterzeugten Strom. Davon gibt es die Ausnahme, und da freuen wir uns drüber, Anlagen bis 30 kW Peak, ja, das ist die Anlagengröße, also die Module, die auf dem Dach liegen. Und dann ist die zweite Bedingung, die sind 30.000 Kilowattstunden oder 30 Megawatt selbstverbrauchten Strom pro Jahr. Den darf man auch nicht überschreiten. Und Achtung, beide Bedingungen müssen gelten. Ist eine der beiden Bedingungen nicht erfüllt, ist man wieder in der standardmäßigen EEG-Umlage. Die Verbesserungen, ja, EEG-Umlagebefreiung halt bis 30 kW Peak. Genau. Die ersten Stadtwerke der Bayerischen Energiewirtschaft, die haben schon mal darauf reagiert. Es gibt schon Stand Januar, Stand Februar Messkonzepte, wo dann hier die PV-Anlagen kleiner 30 kW und eine Eigenversorgung kleiner gleich 30.000 Kilowattstunden pro Jahr abgebildet sind als Messkonzept. Ja. Hier vielleicht mal noch ein anderes Beispiel, wo wir auch einen Speicher haben, einen Elektrospeicher, wo wir eine Erzeugungsanlage haben. Ein Hinweis, den ich irgendwo in der letzten Woche noch mit Juristen diskutiert habe, die 30 kW, wir kennen das ja aus dem EEG 2017, da hatten wir ja die Grenze Stromprivilegierung, wenn wir 10 kW Peak-Anlagen hatten und 10 Megawatt selbst verbraucht, da hat es ja die Bedingung gegeben, dass eine Anlage 7,96 kW Peak waren es, glaube ich, nicht überschreiten darf. Das war eine Ausführung, wo die Clearingstelle EEG damals gesagt hat, okay, es gibt im Norden Gebiete, da ist so wenig Sonne, da werden wir die 30.000 kW Eigenstromverbrauch gar nicht erreichen können. Wohingegen im Süden ist es so, dass da jede Menge passieren kann. Und von daher kann es passieren, dass die Clearingstelle EEG, so die Auffassung der Juristen, auch hier irgendwo nochmal sagt, okay, 30 kW Peak ist nicht unbedingt die Grenze, bis wir so einen Erzeugungsanlagenzähler brauchen. Es kann auch noch sein, dass irgendwo, wenn man das rechnerisch mal verfolgt, in Anlehnung an die 10 kW Geschichte, dass es dann irgendwo bei 24, 25 kW rauslaufen könnte. Ich habe auch schon erste Stadtwerke gesehen, die auch auf 25 kW das Ganze reduziert haben. Ist im Moment noch unklar, was da genau möglich ist. Stimmen Sie das Messkonzept im Vorfeld mit dem Verteilnetzbetreiber ab. Wenn der Ihnen das genehmigt, sind Sie auf der sicheren Seite und Ihr Kunde auch.
Jürgen, So, Smart Meter Rollout, genau, ich bin froh, dass du mir die Möglichkeit gibst, dass ich einen Schluck trinken kann. Sehr gerne, danke, ja. Simon. Genau, ich würde mich nämlich gerne damit zwischenschalten. Wir hätten auch hier nochmal gerne eine kurze Umfrage gemacht zum Thema, wo Sie denn die interessanten Felder im IMSES sehen und was Sie daran am intelligenten Messsystem am meisten interessiert. Und ich starte hier schon mal die Umfrage. Ich würde die Gelegenheit auch nutzen, Jürgen, für eine zweite Bitte, die du an mich im Vorfeld herangetragen hast. Und zwar, da du schon gesehen hast, dass das Thema komplex ist und viel Erklärungsbedarf nötig hat, ja. Hast du mich ja darauf hingewiesen, ich soll dir mal eine Zeit durchgeben an dieser Stelle. Und wir sind jetzt bei 11.40 Uhr, nur dass du das für dich so ein bisschen im Hinterkopf hast. Genau, und dann werden wir hinten raus ja noch ein bisschen Zeit für Fragen haben. Aber jetzt darfst du gerne weitermachen. Danke, danke, danke. So, wir werden ja auch die Präsentation verteilen. Ich sag mal, von daher lesen kann jeder selber. Ich gehe mal einfach so ein bisschen durch, weil die Fragerunde ist auch immer eine mega spannende. Aktueller Stand der Zertifizierung. Also Zertifizierung ist für unser Gateway geplant im zweiten Halbjahr 2020. Wir sind heute schon Gateway-Administrator. Wir verbauen auch heute schon BSI-zertifizierte Gateways. Wir greifen dann, wenn BSI-zertifizierte Gateways, also wenn intelligente Messsysteme gefordert sind, auf das zertifizierte Gateway von Dr. Neuhaus zu. Genau. Auch dort haben wir die ersten guten Erfahrungen bei der Inbetriebssetzung. Worum geht es beim Smart Metering denn eigentlich wirklich? Also die alten Ferraris-Zähler sind im Prinzip die Zähler der Vergangenheit. Die werden nach und nach verschwinden. Moderne Messeinrichtungen sind die Zähler, die die Ferraris-Zähler ersetzen werden. Moderne Messeinrichtungen sind schlicht und ergreifend oder ist schlicht und ergreifend ein anderer Begriff oder der gesetzliche Begriff für einen digitalen Zähler. Moderne Messeinrichtung gleich digitaler Zähler. Der digitale Zähler oder die moderne Messeinrichtung ist noch nicht vernetzt, kann also noch nicht kommunizieren. Der Smart Meter ist vernetzt und kann kommunizieren. Welche Kommunikationsmöglichkeiten in der Wertschöpfungskette da alle möglich sind, ist hier abgebildet. Wichtig ist, dass wir, wenn wir zu dem Punkt kommen, dass wir zum Beispiel erneuerbare Energienanlagen, Photovoltaikanlagen oder auch Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, wenn wir die abschalten wollen oder bei Photovoltaikanlagen sie runterregeln wollen, dann brauchen wir intelligente Messsysteme, dann brauchen wir über eine Übertragung der Ist-Leistung, damit die Verteilnetzbetreiber überhaupt wissen, was möglich ist. Und dann haben die intelligenten Messsysteme auch allesamt Schnittstellen, mit denen man steuern kann. Wie so eine Schnittstelle dann genau aussehen wird, das ist von Hersteller zu Hersteller durchaus unterschiedlich. Die einen Hersteller haben da so Steuerboxen im Kopf. Andere Hersteller, zu denen wir auch so ein Stückchen zählen, haben da so im Kopf, dass der Smart Meter dann tendenziell auch auf den Wechselrichter, auf den vorhandenen Wechselrichter zugreifen kann und darüber die Anlagenleistung regeln kann. Aber ganz ehrlich, das ist ein Metier, da sind unsere Entwickler dran. Da höre ich auch nur, was passiert. Ja, genau. Digitale Zähler, Gateways und IMSES, das ist das. Ganz wichtig nochmal, was ist ein intelligentes Messsystem? Ja, ein intelligentes Messsystem, das ist ein Begriff, den muss man wirklich scharf abgrenzen. Er besteht genau genommen aus zwei Komponenten. Die eine Komponente ist der digitale Zähler. Die moderne Messeinrichtung, der digitale Zähler, ist die Komponente 1 des intelligenten Messsystems. Ergänzt um die Komponente 2, das Smart Meter Gateway, also die Kommunikationseinrichtung, sind die beiden, wenn man sie koppelt, das intelligente Messsystem.
Und das intelligente Messsystem, bestehend aus den beiden Komponenten, ermittelt den Stromverbrauch, speichert variable Daten, speichert die Daten, hält sie vor. Der Messstellenbetreiber ist das Unternehmen, das halt die neuen Stromzähler einbaut, betreibt, wartet, die Daten übermittelt, die Daten visualisiert und unter anderem an den Stromversorger, an den Netzbetreiber weiterleitet. Die Weiterleitung der Daten, nach welchen Richtlinien erfolgt die, muss man sich keine Gedanken drüber machen, ist gesetzlich bei der Marktkommunikation 2020, also der Makro 2020 geregelt. Da werden die Daten sternförmig hochverschlüsselt verteilt an die zuständigen Stellen, die im Gesetz definiert sind. Das Smart Meter Gateway, ob in der zertifizierten oder in der nicht zertifizierten Variante, wird schlicht und ergreifend die absolut zentrale Einheit sein, auf die wir uns fokussieren müssen. Die Sicherheitsbestimmungen dort sind sehr, sehr herausfordernd. Ich habe mal so ein bisschen nachgebohrt und die Information die ich erhalten habe, war, dass die Informationsstandards, die man bei einem zertifizierten Gateway hat, durchaus militärischen Standards entsprechen. Also das ist schon eine ganze Masse. Was macht das Gateway in Anbetracht der Zeit? Einfach nur ganz kurz: die Liefermenge und die berechtigten Daten, die Anschlussnutzer, die Anlagenbetreiber, die Übertragungsnetzbetreiber und die Verteilnetzbetreiber. Das sind im Prinzip die Adressaten, mit denen das Smart Meter Gateway kommuniziert. Und dahinter steht zum Nachlesen halt für Sie, welche Daten dort im Wesentlichen dann relevant sind. Hier auch nochmal einfach für den interessierten Menschen. Wir haben da immer so Begriffe Local Wild Area Network und Home Area Network und Local Meter Network. Ich habe es einfach mal für den es interessiert, habe ich es hier mal zusammengeschrieben und auch eine Grafik vom BSI daneben gepackt, damit man mal sehen kann, wer kommuniziert da mit wem. Ja. Okay. In Anbetracht der Zeit. Technische Vorgaben für den Direktvermarkter. Also, es muss die Übermittlung der Ist-Einspeisung muss erfolgen. Die stufenweise und stufenlose Regelbarkeit der Erzeugungsanlage muss gewährleistet sein, sobald die technischen Möglichkeiten bestehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Sie lesen zum Beispiel im Erneuerbare-Energien-Gesetz, die Ist-Leistung ist zu übertragen oder die Anlage ist stufenlos regelbar oder die Anlage ist stufenweise regelbar. Das steht zwar im Gesetz drin, aber es ist immer vorbehaltlich einer Marktverfügbarkeitserklärung des BSI. Ich versuche gleich das nochmal zu verdeutlichen, weil das so irgendwo der Kern ist, den man einmal verstehen muss, bevor man mit der ganzen Verpflichtung zu intelligenten Messsystemen völlig wutschig wird. Bei Inbetriebnahme maximal einen Monat nach der Markterklärung des BSI besteht dann auch die Pflicht zum Einbau eines intelligenten Messsystems. Bei Inbetriebnahme vor Markterklärung des BSI müssen Techniken eingesetzt werden, die dem Stand der Technik heute entsprechen und wirtschaftlich vertretbar sind. Ja, was wirtschaftlich vertretbar ist, hat der Gesetzgeber in einer Analyse, die Ernst & Young mal gemacht hat, längst festgelegt. Also da geht es nicht um die Frage, halten wir oder hält der Betreiber das für wirtschaftlich vertretbar? Das wurde öffentlich analysiert. Genau. So, ich habe es mal versucht, in den nächsten beiden Folien so darzustellen, dass wirklich auch der in der Praxis steckt, so ein Stückchen was damit anfangen kann.
Wenn ich eine Anlage habe, ja, also verpflichtend ist ja nach erneuerbare Energien, Gesetz 2021, einmal die Übermittlung der Ist-Einspeisung. Ja. Und die zweite Voraussetzung ist ja die Regelbarkeit bzw. Fernsteuerbarkeit. Für diese beiden Regeln, Übermittlung der Einspeisung und Regelbarkeit der Fernsteuerung, ist im Moment noch keine Markterklärung des BSI ergangen. Die Bedingungen stehen im EEG, aber sie sind für den Anlagenerrichter im Moment noch nicht wirksam, weil noch keine drei Hersteller am Markt sind, die unabhängig voneinander Smart Meter Gateways haben, die diese Bedingungen erfüllen könnten. Das ist ganz wichtig zu begreifen. So. Bei Anlagen, wenn das dann mal der Fall ist, muss man unterscheiden. Für die kleineren Anlagen unter 7 kW hat man darauf verzichtet, das Ganze komplizierter zu machen. Aber Anlagen größer 7 kW elektrischer oder kW Peak elektrischer Leistung und bis 25 kW, wenn keine Markterklärung da ist, also bis Markterklärung, plus einen Monat, die Übermittlung der Ist-Einspeisung, ja, und keine Regelung durch Netzbetreiber. Ja. Das sind so die Dinge. Sobald ich über 25 kW in der Anlagenleistung komme, muss ich eine stufenweise oder stufenlose Reduzierung der Leistung bei der PV-Anlage beziehungsweise Erfüllung der Bedingungen des Netzbetreibers, die bei der Inbetriebnahme gelten, erfüllen. Bis zur Markterklärung. Für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, da habe ich mich über 20 Jahre mit beschäftigt, gilt übrigens immer noch, dass Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen nicht runtergeregelt werden, was heute auch aufgrund der Modulationsbreite, die die können, kein Problem wäre. KWK-Anlagen werden vollständig abgeschaltet. Man scheint dort immer noch zu glauben, dass man die nicht runterregeln könnte. Gut, die Übermittlung der Ist-Einspeisung und die Regelung, ja, ab Markterklärung des BSI, also wenn das BSI sagt, wir können jetzt oder wir haben drei Smart Meter Gateway Hersteller am Markt. Diese Gateways können die Ist-Leistung übermitteln und vielleicht noch in einem späteren Zeitpunkt, die sind auch in der Lage, die Anlagen fernzusteuern. Wenn diese BSI-Erklärung verfügbar ist, dann haben wir noch einen Monat Karenzzeit, aber danach muss die Anlage dann mit einem intelligenten Messsystem gebaut werden. Kann ich dich vielleicht ganz kurz, ob wir die letzte Folie so ein bisschen vielleicht als vorläufige Abschlussfolie nehmen könnten, denn wir haben nur noch circa so 10 Minuten jetzt in dem Rahmen und du hast ja auch gesagt, du würdest gerne noch zu Fragen kommen. Ja, so lasse ich jetzt natürlich dir, wenn du jetzt sagst, das ist hier eklatant. Nee, es ist einfach eine andere Darstellungsweise. Für den einen ist dies eingänglicher und für einen anderen ist das eingänglicher. Ich lasse es einfach mal für die Leute, ich sag mal, das sind ja im Prinzip unsere Partner, die wissen wollen, welche technischen Systeme muss ich in Zukunft installieren. Die erhalten ja die Präsentation und können es dann selber nachlesen. Genau. Wenn du mich einfach noch 2-3 Minuten laufen lässt, ich denke, dann bin ich auch schon damit soweit. Also, Sie haben es gemerkt, dass wir heute wirklich nur eine selektive Auswahl machen konnten. Sie haben gemerkt, dass ich auf juristische Themen so gut wie gar nicht eingegangen bin. Das hat einfach damit zu tun, ich bin kein Jurist, ich komme aus der technischen Schiene. Ich freue mich aber wirklich, dass die Rechtsanwälte von Bredo, Valentin Herz aus Berlin, die haben einen über 80-seitigen Sondernewsletter erstellt, wo wirklich alle Facetten des neuen des Erneuerbare Energiengesetzes 2021 abgedeckt sind. Der Herr Herz hat mir vorgestern gestattet, den Newsletter hier vorzustellen und er hat auch schriftlich genehmigt, dass wir unseren Teilnehmern hier den Link zum Sondernewsletter mitschicken. Das heißt, sie können sich im Nachgang tatsächlich
das komplette Spektrum und alle juristischen Dinge dazu dann auch noch aus juristisch berufenem Munde anschauen. Die Kanzlei ist eine Kanzlei von über 10 Anwälten, die auf Energierecht spezialisiert sind. Von daher freue ich mich, dass wir das nutzen dürfen. Nochmal danke, Herr Herz. Ganz wichtig, und das ist dann auch wirklich das, wo ich Schluss mache, die Schlussfolgerungen. Das EEG 2021 erfordert in unseren, also nach Auffassung von Discovery, eine Klarstellung des Gesetzgebers. Da sind noch viele, viele Dinge einfach so, mit der man in der Praxis wenig anfangen kann. Insbesondere zur Interpretation des Paragraphen 84 Erneuerbare Energiengesetz gibt es noch einen Interpretationsspielraum. Nach Auffassung der Juristen, nach Auffassung der einheitlichen oder nach einheitlicher Auffassung der Juristen, die wir konsultiert haben, besteht eine Einbaupflicht. Also wir gehen davon aus, dass wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind, dass das dann die Einbaupflicht für ein intelligentes Messsystem nach sich zieht. Die Einspeisung erfolgt im Bereich zwischen 7 und 25 kW. Die Ist-Einspeisung ist nachzuweisen und der Nachweis der technischen Machbarkeit im Rahmen der nächsten Markterklärung ist gegeben. Also konkret nochmal, wenn das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, wenn die sagen, ja, es gibt Gateway-Hersteller, die können die Ist-Einspeisung, die erste Stufe von den beiden, die können die, dann wäre die IMSIS-Pflicht einen Monat später gegeben. Also was wir sicher wissen, ist, dass diese Dinge kommen. Was wir noch nicht wissen, ist, wann das BSI die Markterklärung dazu rauslässt. Ursprünglich war die vorgesehen für Anfang Februar. Eine offizielle Kommunikation zur Verschiebung gibt es noch nicht. Wir gehen allerdings davon aus, dass es noch eine Verzögerung durchaus bis in den Sommer geben kann. Ja. Bei Leistungen größer 25 kW Peak erwarten wir einen deutlich späteren Zeitpunkt für die Markterklärung. Nochmal zur Klarstellung, über 25 kW Peak Anlagen brauchen dann ja auch die Steuerbarkeit. Die Steuerbarkeit. Und Gateways, die sowohl die Übermittlung der Ist-Leistung wie auch die Steuerbarkeit hergeben. Ist-Einspeisung relativ zeitnah, Steuerbarkeit der Anlagen ist nach unserer Auffassung und nach allem, was wir so und unsere Entwickler aus dem Markt hören, da dauert das durchaus noch ein Stückchen. Mit der Erklärung wird eine kurze Übergangszeit von ein paar Wochen, also wenn das BSI erklärt, ist es da, erwarten wir eine kurze Übergangszeit von ein paar Wochen, aber dann tatsächlich im Folge der Markterklärung geht es dann tatsächlich los. Vielleicht nochmal, ich bin es mal kürzlich gefragt worden, Jürgen, du sprichst immer von IMSIS, was ist das? IMSIS ist schlicht und ergreifend die brancheninterne Floskel oder die Abkürzung für intelligente Messsysteme. Genau, Simon. Ja, ich glaube, wir hängen einfach noch ein bisschen dran. Ja, das sollten wir auf jeden Fall. Ja, aber ich bedanke mich an der Stelle schon mal. Also kann keiner sagen, dass du nicht viel zu erzählen hattest zu dem Thema. Deswegen, ja, also wir werden jetzt definitiv noch eine Viertelstunde dranhängen für alle, die bleiben können, um ein paar Fragen zu beantworten. Für alle, die jetzt schon vielleicht weiter müssen in den nächsten Termin, würde ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und würde Ihnen schon mal alles Gute und noch ein schönen Tag wünschen und nochmal darauf hinweisen, dass wenn Sie jetzt die Fragerunde nicht noch mitnehmen können, die wird im Mitschnitt hinterher auch dabei sein. Also ja, da können Sie auch hinterher nochmal einen Blick drauf werfen, wenn Sie da jetzt das Gefühl haben, was zu verpassen. Gut, Jürgen, genau, ich habe gesehen, du hast schon einen Schluck getrunken, das heißt, du bist bereit für den Next Step. Ich gebe an der Stelle auch mal noch die Resultate frei aus unserer letzten Umfrage zum Thema, was denn an dem Feld IMSIS besonders interessant ist gerade. Da können wir ja schon mal einen Blick drauf werfen.
Vielleicht direkt, wer sich da wundert, warum da mehr als 100% zusammenkommen, das liegt natürlich daran, dass hier eine Mehrfachauswahl möglich war. Und ich denke trotzdem, auch wenn sich hier natürlich passenderweise das Thema PV, Post-EEG ein bisschen hervorgetan hat als Gewinner, ist es ja doch auch eine sehr, sehr bunte und breite Mischung. Also es scheint ja kaum ein Feld zu geben, das so richtig zurückfällt. Also auch Submetering, Ladeinfrastrukturlösungen. Also man merkt, all diese Sparten sind im Moment einfach interessant und werden wichtiger. Oder wie würdest du das einordnen, Jürgen? Also als Vertriebsmensch würde ich erst mal sagen, sowohl wir wie auch unsere Partner werden die nächsten paar Jahre nicht arbeitslos sein. Ja, das stimmt, ja. Gut. Ja, also ist mega interessant. Also überall spielt die Musik, ja. Genau. Gut, dann würde ich mal einen Blick auf die Fragen werfen. Ich lasse mal die Umfrage noch offen für jemanden, der sich da eben auch noch mal einen Blick schaffen will und wird mir mal die erste Frage greifen. Und zwar hätten wir hier, genau, auch was uns öfter erreicht. Wie können unsere Gateways umgerüstet werden? Das heißt, kann dort, wo bereits ein Discover-G-Gateway montiert ist, einfach ein anderer Chip, wurde es jetzt hier mal genannt, eingebaut werden? Okay, da geht es bestimmt darum, dass ein nicht zertifizierter Metri 3.5 irgendwo. Genau, nehme ich Alles mal an, klar, ja. okay. Genau. Ja, es ist eine gute Frage. Das wäre wirklich schön, würde uns auch gefallen. Die Antwort ist nein. Tatsächlich ist das nicht möglich. Also selbst wenn die Hardware zwischen dem Metroid 3.5 und dem Metroid 4.0, das wird die zertifizierte, der 4.0 wird die BSI-zertifizierte Discover-G-Variante sein. Selbst wenn die Hardware nahezu identisch ist, ist es so, dass, ich bleibe mal bei dem Begriff Chip, dass die BSI-zertifizierte Variante tatsächlich einen anderen Chip hat, nämlich den Chip mit der Firmware zertifiziert ist. Ja. Und jetzt will ich einem Techniker keinen Schmus erzählen? Natürlich könnte man da einen anderen Chip reinstecken, man darf es aber nicht. Man darf es einfach nicht, weil die BSI-zertifizierten Gateways haben nicht nur technische Anforderungen für das Gateway selber, da gibt es auch eine sogenannte sichere Lieferkette. Also wenn Vertriebspartner von uns in der Zukunft über Silke sprechen, dann haben die keine neue Liebschaft, sondern Silke ist einfach die Abkürzung für sichere Lieferkette. Und die sichere Lieferkette in einer Transportbox verschlossen und so von Hand zu Hand, die verbietet es uns schlicht und ergreifend oder anders ist es gesetzlich verboten. Nein, die dürfen leider nicht nachgerüstet werden. Es wird auch sauber na, wie nennt man es, über die Nummern, die Zählernummern, die IDs, die Baunummern, wie auch immer. Darüber wird das festgehalten. Die Baunummer ist alt, die Baunummer ist neu und zertifiziert. Ja. Okay, super, danke Genau. dir. Auch noch an der Stelle kurz, also danke auch für die zahlreichen Fragen, die uns schon erreicht haben. Wir werden auch, denke ich, nicht dazu kommen, sie alle zu beantworten. Schon mal an der Stelle Entschuldigung, aber es sind auch einfach sehr, sehr viele, ja. Deswegen machen wir schnell weiter mit der nächsten. Bisschen Anschlussfrage zu dem Thema, das du gerade schon hattest. Der genaue Entwicklungsstand unserer Gateway-Zertifizierung, auch was uns öfter erreicht. Ja, puh. Gut. Also ja, ich muss etwas aufpassen, weil immer so die Frage, die dahinter liegt, wer will es wissen? Also, Discover-G ist bereits seit längerer Zeit Smart Meter Gateway Administrator. Wir sind als Smart Meter Gateway Administrator, ist Discover-G als Unternehmen zertifiziert. Ebenfalls seit einiger Zeit administrieren wir auch unsere Fremd-Gateways, die BSI-zertifiziert sind. Das sind Dr. Neuhaus-Gateways. Die verbauen wir auch, wenn jetzt ein Anwendungsfall da ist, zumindest so lange, bis unsere eigenen Gateways da sind. Wir werden aber auch, wenn unsere eigenen Gateways da sind, eine Vorgabe haben, nach der unsere technische Infrastruktur so sein muss, dass wir auch Fremd-Gateways einbinden können müssen. Ja. Also auch
fremde Gateways, die nicht unsere sind, werden auch in der Zukunft bei uns in die Infrastruktur eingebunden werden müssen. Gut, wo sind wir im Moment? Das BSI-Audit, da sind wir in der Vorbereitung. Die PTB, heißt sie, glaube ich, Baumusterprüfung, ist ebenfalls in der Vorbereitung. Was ich ganz klar sagen kann, was auch vorgestern nochmal durch die Geschäftsführung bestätigt wurde, Ziel ist es tatsächlich, dass wir die Zertifizierung unseres eigenen Gateways im Sommer abschließen. Wir wollen dann Produktionsbeginn im unmittelbaren Anschluss an die Sommerferien haben, also in der zweiten Jahreshälfte, werden wir unsere Produktion für zertifizierte Gateways dann hochfahren. Ich glaube, die Frage war auch so, dass einer ganz genau wissen will, wo wir da stand. Was kann ich sagen? Wir werden die Tarifanwendungsfälle 1, 2, 6, 7, 9, 10 und ich glaube auch noch 14 abdecken. Ja. Und damit, um es dann auch irgendwo zu egalisieren, damit sind wir dann, ich sag mal, bei genau dem gleichen Entwicklungsstand, den Wettbewerber haben, die heute am Markt sind. Ja. Also da ziehen wir dann direkt gleich. Hm? Super, genau. Danke dir. Dann mal vielleicht ein bisschen weg von der Technik oder von den Gateways und hin in die Richtung PV-Anlagenmontage. Haben wir hier was von einem Installationsbetrieb, der bundesweit PV-Anlagen montiert, und ein bisschen in die Richtung Funkabdeckung. Wie sieht es denn da aus in den ländlichen Gebieten? Haben wir Erfahrung und Umgang damit, vielleicht auch mit Lücken oder Ähnlichem? Kannst du dazu noch was sagen? Also deutschlandweit haben wir irgendwo, also wirklich blinde Flecken, die werden so meistens als blinde Flecken bezeichnet. Mhm. Wirklich blinde Flecken haben wir tatsächlich nicht. Wir sind deutschlandweit tatsächlich lieferfähig. Und oder bezieht sich die Frage darauf, wie die Funkabdeckung sein muss? Das war jetzt die Richtung Funkabdeckung. Genau. Hm? Ich habe auch schon zwei gesehen, die eben so ein bisschen, ich habe das jetzt kombiniert gehabt. Ja, alles klar, okay. Aber das ist erstmal die Funkabdeckung, genau. Aber zu der Lieferfähigkeit kannst du im gleichen Anschluss natürlich auch gerne was sagen. Ja, also. Also, ja, gut. Wir nutzen von der Installation oder von der Mobilfunkseite her, gehen wir im Prinzip so vor, dass wir über sogenannte Multi-SIM oder Multi-Rooming-Karten verfügen, unsere Gateways. Das heißt, die werden durch Chips unterstützt. Das ist einmal 2G-Technik und das ist 4G-Technik. 4G ist die Hochgeschwindigkeitsnetz IP-basierend. Mit 2G werden dann die sogenannten GPRS-Anwendungen, allgemeine Paketfunkdienste sind das bedient. Da sind wir paketorientiert irgendwo im Bereich 55 Kilobit pro Sekunde unterwegs. Dann haben wir noch die sogenannten EDGE. Das ist ebenfalls ein Verfahren, was die Bandbreite schlicht und ergreifend erhöhen soll. Bis 220 Kilobit sind wir damit auch in ländlichen Gebieten, haben wir eine gute Abdeckung. UMTS, also da, selbst da, wo es kein UMTS gibt, haben wir noch eine gute Abdeckung. Vielleicht noch genauso spannend wie die Funkabdeckung. Man muss auch daran denken, wo hängt das Gateway? Also wenn ich da irgendwo einen Versorgungsraum im Keller habe, dann muss ich wirklich schauen, in was für einem Gebäude ist es? Sind da Stahlbetondecken drin? Wie dick sind die Decken? Wo hängt das Gateway? Irgendwo in der Mitte. Ist der Versorgungsraum meinetwegen in einem, was soll ich sagen, in einem Parkhaus irgendwo in der Mitte? Ja? Das ist noch viel, viel entscheidender. Welches Material ist da verbaut? Aber grundsätzlich vielleicht mal so, so eine Faustformel, und ich greife da auch jetzt ganz bewusst nicht zu hoch. Land auf, Land ab in Deutschland
decken wir mit unserer Funktechnik und den Multi-SIM-Karten und den Multi-Roaming-Karten, erreichen wir es, dass wir schon standardmäßig eine Abdeckung von 90% haben. Mhm. Wenn wir da mal ein Problem haben, ist das Etablierte, was wir machen, dass wir eine verstärkte Antenne nehmen, so irgendwie 5, 6, 7 Meter Kabel dran. Und wenn wir dann noch eine Chance haben, die Antenne zum Beispiel in einem Lichtschacht zu positionieren, ja, dann haben wir auch dort, wo man teilweise schon nicht mal mehr ein Handyempfang hat, arbeiten unsere Gateways mit der Multisim immer noch. Die locken sich nämlich in das Netz ein, wo es die beste Leistung hat. Strich drunter, es wird auch immer noch mal irgendwo so ein paar Prozent geben, wo man dann tatsächlich keine Funknetzabdeckung hat. Da greifen wir dann schlussendlich aufs Internet zu und dann kommt da eine LAN-Verbindung dran und dann funktioniert das auch wieder. Okay, super, danke dir. Ah, hier auch was dich wahrscheinlich auch öfter in einer ähnlichen oder in dieser Form erreicht, haben wir hier. Auf dem Hallendach unseres Unternehmens planen wir eine PV-Anlage mit Wechselrichter zu bauen. Etwa die Hälfte der Halle ist dauerhaft verpachtet. Nun möchte der Pächter auf demselben Dach ebenfalls eine PV-Anlage bauen lassen. Können zwei Betreiber zwei Anlagen mit je einem Wechselrichter und je einem Speicher auf dem gleichen Dach zeitgleich in Betrieb nehmen, ohne zusammengelegt zu werden? Also so ein bisschen wahrscheinlich Richtung auch die Fördergelder, ob die dann eben erhalten werden können und ähnliches, ja. Ja, also bei den Fördergeldern, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich raus. Das kommt natürlich von, die Fördersituation ist von Bundesland zu Bundesland so unterschiedlich. Daneben gibt es auch noch regionale Förderungen. Also wichtig allererstens mal, dass Sie tatsächlich selber mal schauen, welche Fördermöglichkeiten würden bestehen und würde ich mir vielleicht interessante Fördermöglichkeiten abschießen, wenn ich das tue. Das zu den Förderungen. Das andere ist einfach so, das ist im Erneuerbare Energiengesetz 2021 mittlerweile relativ deutlich geklärt. Wenn Sie PV-Anlagen haben, auf demselben Grundstück oder auf demselben Gebäude oder auf demselben Betriebsgelände, das haben wir ja hier, die von mir aus völlig unabhängig von den Eigentumsverhältnissen 2 oder 3 oder 5 Eigentümer, wenn die zusammengelegt werden sollen, dann gilt die zusammengelegte Größe. Im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung hatten wir diese Thematik immer. Wenn man Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder Blockheizkraftwerke 100 kW meinetwegen haben wollte, da ist man hingegangen und hat von mir aus viel, viel besser 2x50 kW installiert und zwischen den Installationen dann mindestens ein Jahr und einen Tag gelassen. Also die Einschränkung, wenn ich die Frage eben noch richtig im Kopf habe, war, die wollen das unbedingt zur gleichen Zeit in Betrieb nehmen. Wenn sie es zur gleichen Zeit machen wollen, haben sie ein Problem. Wenn sie aber sich irgendwie darauf verständigen können, die erste Anlage in diesem Jahr und dann 12 Monate plus ein paar Tage Schamfrist warten und dann die zweite, ja, dann dürfte das als zwei getrennte Anlagen zu werten sein. Ich bitte aber auch da nochmal im Zweifelsfall einen Juristen zu fragen. Das ist von deiner Seite aus lediglich so ein bisschen Hinweis und Erfahrungsbericht, ne? Aus deinem. Das ist ein Erfahrungsbericht, genau. Das hat in der Vergangenheit immer ganz prima funktioniert und ja. Super, danke dir. Genau. Daran anschließend auch noch eine kleine Frage direkt. Ist es richtig, dass bei Fristen, welche ist jetzt hier nicht genauer, aber ich denke mal alles, was so ein bisschen im Vortrag genannt wurde, ist es richtig, dass die Fristen immer das Inbetriebnahmedatum der Anlagen betreffen? Oder können das auch, ja? Ja. Okay. So schnell kann es dann auch mal gehen, ne? ich hatte hier noch, hier eine Frage. Kann der Smart Meter den RFE ersetzen? Ich weiß jetzt nicht direkt, was mit RFE gemeint ist.
Wenn nicht, müsste ich darum bitten, die Frage nochmal zu spezifizieren. Oder? RFE, das dürfte der Rundsteuer-Funkempfänger oder so sein. Also okay. Ich denke, dass es darum geht. Mhm. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass RFE tatsächlich der Rundsteuerempfänger ist, dann muss ich sagen, ja, genau das ist die Intention des Gesetzgebers, das ist die Intention der intelligenten Messsysteme, dass genau die Schaltbarkeit, die heute noch bei Rundsteuerempfängern liegt, dass die künftig durch die Smart Meter Gateways dann erfolgen soll. Wobei nochmal der Hinweis, auch wenn es heute im Gesetz drin steht, wir haben die Markterklärung des BSI noch nicht, dass es drei Hersteller gibt, die ein Gateway haben, was diese Schaltfunktionen kann. Ja? Mhm. Also das gilt alles dann so lange, bis diese Markterklärung da ist, plus ein Monat. Und bis dahin sind dummerweise, wenn die Anlagengröße entsprechend ist oder der Verteilnetzbetreiber es verlangt, sind bis dahin dummerweise Rundsteuerempfänger zu installieren. Man wird ja nicht jetzt einfach sagen, ich arbeite die nächsten 2 Jahre von oder anderthalb oder ein Jahr nicht mehr. Na, also Stand heute haben wir es noch nicht und dann müssen wir Stand der Technik verbauen. Ne? Mhm. Okay. Stand der Technik ist heute noch der Rundsteuerempfänger, aber es wird ohne jeden Zweifel in der Zukunft das Smart Meter Gateway sein. Okay. Dann vielleicht mit genau Blick auf die Uhr. Ich würde sagen, noch so 2, 3 Fragen machen wir noch. Dann kommen wir eben bei so knapp 12.20 Uhr raus. Also für alle, die noch dabei bleiben wollen für die letzten paar Fragen. Hätten wir hier zum Beispiel, Jürgen, noch, betrifft die EEG-Umlagebefreiung unter 30 Kilowatt Peak auch die Belieferung an Dritte? Oh, Entschuldigung. Es klingt wie eine einfache Frage. Ich muss ganz offen gestehen, ich bin unsicher. Ja. Kann ich aber eine Antwort nachschieben. Das ist so ungefähr wie bei Günther Jauch. Wenn man auf dem Stuhl sitzt, na, dann ist man unsicher. Und wenn man im Wohnzimmersessel zu Hause sitzt, weiß man alles. Ich bin gerade unsicher. Okay, gut, alles klar. Wenn nicht, können wir die auch im Nachgang noch... Ei. Ja, genau, das sollten wir tun, ja. Mein Postbote will wohl rein. Entschuldigen Sie. Dann werfen wir mal noch, haben wir hier vielleicht... mit welcher Technik wird übertragen Langwelle, oder? Ich glaube, das hast du vorher schon beantwortet. Ne? Das war wahrscheinlich mit drin bei der vorherigen. Mobilfunktechnik. Einfach ganz normale Mobilfunktechnik. Genau. Also eine ganz normale GSM-Karte mit den Multi-Rooming und Multi-SIM, wo es einfach darum geht, dass wir Datenpakete nutzen, im Gegensatz zu Sprechpaketen. Wenn ich telefoniere, habe ich Sprechpakete. Wenn ich diese Funktechnik nutze, habe ich Datenpakete, die ich übermittlere. Und ob das Langwelle, Mittelwelle oder Kurzwelle ist, ich weiß es nicht genau. Ich vermute aber dadurch, dass wir, ich vermute mal, dass es tatsächlich Langwelle ist, aber das weiß ich letztendlich. Ist ein ganz anderes Metier, weiß ich nicht. Ja. Aber es geht über die ganz normale Funktechnik, so wie jedes Telefon auch. Da werden Datenpakete übermittelt. Ja. Super, alles klar. Dann würde ich hier mal, bevor wir noch ein Fass aufmachen, würde ich mal einen Cut machen. Es sind noch zahlreiche Fragen offen. Wie gesagt, entschuldigen Sie, dass wir nicht alles geschafft haben, aber das ist immer der zeitliche Rahmen, der das ein bisschen vorgibt. War ja auch ein komplexes Thema. Jürgen, vielen Dank nochmal an der Stelle für deinen Vortrag. Vielen Dank an Sie, dass Sie dabei waren und auch noch 20 Minuten länger durchgehalten haben.
Und auch an meinen Kollegen Pablo Santiago, der nebenher, habe ich gesehen, auch schon fleißig Fragen beantwortet hat, was wir jetzt alle vielleicht gar nicht so mitbekommen haben, dann direkt, zumindest du und ich hier im Vortrag. Also vielen, vielen Dank. Und ja, wie gesagt, im Nachgang auch nochmal die Präsentation und den Videomitschnitt. Und wir sehen, es ist ein großes Thema und versuchen eben, wo wir können, dann auch noch weitere Informationen oder auch weitere Webinare zur Verfügung zu stellen. Jürgen, du hast das letzte Wort. Genau genommen. Von meiner Seite auch herzlichen Dank für die Teilnahme. Danke, Pablo. Danke, Simon, für die Unterstützung. Wie gesagt, die Präsentationsfolien und auch die Folie mit dem Download, mit dem Sondernewsletter, der vielleicht noch die ein oder andere juristische Frage, die immer wieder gestellt wird, auch beantwortet für Sie. Ich glaube, der Simon bereitet das auf und dann steht das in Genau. Kürze ja Das online kommt oder geht per Mail, ja. per E-Mail raus oder? Alles klar. Gut, von meiner Seite herzlichen Dank. Bleiben Sie gesund. Danke.